So Leute, und zwar haben wir jetzt euch einfach mal die restlichen Videos zusammengestellt und geben euch mal ein Update, wie unsere Performance aktuell ist. Wir haben halt schon mindestens 6-7 Stunden Simulator hinter uns, zeigen wir euch noch kurz. Es ist natürlich immer tagesformabhängig, die Konzentration aktuell. Man hat es noch nicht so 100% drin, dass man zu jeder Tagesform jetzt perfekt letztendlich das Ganze schafft im Simulator. Genau, aktuell haben wir bei uns eine Praktikantin, weil wir eine Online-Marketing-Agentur sind. Das heißt, die wird auch ab und zu im Video sein, also nicht wundern. Das ist einfach aktuell eine Schülerpraktikantin, die ist glaube ich 14 und von der 9. oder 10. Klasse hat man immer sein dreiwöchiges Praktikum und die macht es bei uns. Und wir werden euch jetzt erstmal bei den ganzen Flügen mitnehmen, die gescheitert sind. Der zweite und der dritte Flug, glaube ich, war nicht so gut. Wir haben erst ab dem vierten Flug, da haben wir es erst geschafft, wirklich auch lange in der Luft zu bleiben. Wir haben halt die Drohne kalibriert und dann sind ein paar Fehler aufgetaucht. Dann ist sie nach links gedriftet. Und erst beim allerletzten Flug, den ihr sehen werdet, da haben wir es geschafft, es wieder so zu kalibrieren, dass sie auch wirklich, sage ich mal, perfekt in der Mitte ist und man nicht irgendwie gegensteuern muss. Genau, also und das war der erste richtige Flug, den letzten, den ihr seht. Da sind wir auch mal wirklich länger als eine Minute geflogen, oder ich in dem Fall. Und ja, seid gespannt. Ja, BitFPV hat quasi als Standardeinstellung für die Pavo 20 Freestyle eingestellt gehabt. Das heißt, das war schon sehr, sehr agil. Und wenn man möchte, kann man da, glaube ich, 4-5 Einstellungen, wenn man sich da ein bisschen durchfuchst, aus dem Kopf weiß die gerade nicht mehr, dass man die quasi für cinematische Shots einstellt. Wir haben sowas dazwischen genommen. Das heißt, dass man ein bisschen weniger Gasflexibilität hat, also dass man nicht maximal viel Gas abrufen kann. Und dass der letzte war auf 100% einfach, du hast das Backup gemacht. Das da war alles Standard. Dann wieder werden sie ja nochmal das Backup gemacht. Und da war alles Standard. Ich glaube, nur das Moving habe ich angemacht gehabt. Ich habe ja das RC-Moving angemacht. Aber auf jeden Fall kann man die Drohne natürlich einstellen. Du kannst die richtig zappelig machen für wirklich Hardcore-Leute. Oder du kannst sie auch wirklich smooth einstellen. Und wenn man diese Drohne in der Wohnung fliegen würde, dann würde man natürlich die Sensitivität komplett runterstellen und auch die Power, sodass man da überhaupt gar nicht so krass ausarten kann. Ne? Es sei denn natürlich ein Profi, aber dann ist natürlich auch easy in der Wohnung. Deswegen werden wir uns auch bald nochmal ein Wohnungs Video zeigen, da haben wir auch schon ein bisschen trainiert und dann davon auch nochmal die alten Footage, bis wir es geschafft haben, euch zeigen. Ansonsten viel Spaß mit den Videos, Leute, und bis dann. Peace. Ich zeige euch heute mal meine Fortschritte im Simulator. Ich habe jetzt circa 6 Stunden trainiert und langsam kriege ich auch so ein Gefühl dafür. Ich merke natürlich auch schon, weil wir damals gezockt haben, dass uns das schon ein bisschen hilft tatsächlich. Und das Gehirn am Anfang wollte gar nicht, wusste nicht, wie man lenkt irgendwie. Das war doch recht schwer irgendwie. Mittlerweile aber, muss ich sagen, habe ich mich schon sehr gut daran gewöhnt. Was ist das Schwierigste gewesen generell jetzt? Das Schwierigste ist, glaube ich, mit den beiden Sticks diese ganze Richtung zu koordinieren und dann auch wirklich, sage ich mal, dahin zu fliegen, wo man will, gerade abzubremsen und dann in eine Kurve reinzugehen. Also auf engen Raum also sich zu drehen, theoretisch. Smoothe, ne? Bahn. Und auch Drehungen sozusagen hinzulegen. Das war echt. Und abzubremsen, ne? Die größte Challenge. Abzubremsen auch. Und durch ganz kleine Fenster gehen, ne? Durch kleine Fenster gehen war auch sehr schwer. Und grundsätzlich. Und das Hovern, also auf einer Ebene bleiben. Immer zu spüren, ja. Wo ist die Mitte. Weil sonst gehst du gleich nach vorne, zur Seite oder rückwärts. Aber mittlerweile ist es so, dass man schon merkt, wo ist die Mitte. Aber das ist tatsächlich das Wichtigste, weil du balancierst es ja weit auf allen Ebenen. So, man kann ja kurz erklären, dass wir nach einer Recherche einfach einen Drohnen-Simulator genommen haben, der einfach die beste Qualität hat, also ein 4K das Ganze und auch wirklich atemberaubend die Qualität war. Deswegen haben wir da lange gesucht, was können wir nehmen. Viele haben immer vorhin eins für halt PCs, die halt keine Grafikleistung haben. Wir haben Mittelgrafikleistung, wir können halt auch ein paar Spiele spielen, die ein bisschen qualitativ anspruchsvoller sind. Und dieses Drohnenspiel war dafür perfekt geeignet. Und ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Weißt du noch, wie das heißt? Das heißt Tribe oder sowas. Die Tribe. Genau, Tribe. Genau, Tribe. So Leute, ne? Zeigen wir euch das mal. Also wir haben hier. Er benutzt den Beta-FPV-Controller, ich benutze den von DJI. Die Challenge ist, natürlich ist es sehr konzentrationsfördernd und man hat auch nur eine gewisse Konzentration am Tag, die man abrufen kann. So zum Beispiel jetzt einfach hier reinzufliegen, das war damals die größte Challenge. Und auch abzubremsen. Das kontrolliert hinzubekommen.
Und das geht jetzt mittlerweile, würde ich sagen, sehr gut. Was jetzt auch immer besser geht, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt geradeaus fliege, hier reinzugehen und dann woanders reinzubiegen, wobei das jetzt gerade Vorführeffekt ist. So. Also Leute, ihr könnt sehen, wir haben uns extrem verbessert. Ne, ist halt immer wirklich unterschiedlich und tagesformabhängig. Es ist halt noch nicht so, dass es immer funktioniert, aber man hat ab und zu seine Phasen, wie wenn man damals mal gezockt hatte, wo man plötzlich, weiß ich, 8 Kills hintereinander macht. Zum Beispiel, Leute, jetzt zeige ich euch das hier mal. Aber es geht halt nicht immer so, ne? Das war hier. Cut. Ja, jetzt muss es aber reinnehmen. Dann ist das so. Das war das Fenster hier. Das war das Fenster, wo ich dachte, da komme ich niemals durch im Leben. Das ist ein Riesendinger. Ne? Da hast du schon kleinere Fenster bekommen, oder? So. Und das ist mittlerweile so, dass ich das eigentlich 90% der Zeit schaffe. Machst du Fenster da oben, das kleine? Genau, und das kleine, da habe ich gedacht, die Drohne passt nicht durch. Aber tatsächlich passt sie da durch. Das ist sozusagen eine sehr gute Challenge hier. Was? Gut, Leute, das war ein kleines Update. Geht auf jeden Fall besser. Es gibt Tage, wo man halt besser oder schlechter ist. Also von der Kontrolle her. Die Tricks werden wir auch in Zukunft bald anfangen. Aber ich denke noch ein paar Stunden Simulator, damit man wirklich erstmal wirklich safe immer die kleinen Fenster und so schafft und dann fängt man an mit. Also als ich heute früh aufgewacht bin zum Beispiel, da ging es richtig gut. Da bin ich durch alle kleinen Fenster durchgekommen. Jetzt am Abend war ich gerade trainieren, da merke ich schon irgendwie, dass die mentale Leistung minimal nachlässt. Aber für, sage ich mal, grobere Lücken ist es mittlerweile gar kein Problem mehr. Und letztendlich, sage ich mal, ist immer der schlechteste Tag, ist die Referenz. Da müsste ich so gut sein, dass ich nirgendwo gegenkomme. Und dann bin ich bereit, auch im Lost Place zu fliegen. Aber ich sag mal, es fühlt sich wirklich jeden Tag besser an. Jeden Tag fühlt man sich da wirklich richtig, richtig gut. Ich muss sagen, mit der Kamera ist es auch irgendwie, ist man unter Anspannung aus einem Grunde. Ich weiß auch nicht warum. Gut, Leute, cut. Gut. So, Leute, unser zweiter Versuch heute Outdoor. Und hoffentlich wird es auch ein FPV-Flug und nicht nur ein normaler Flug. Und ja. Also viele Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass man immer direkt mit der Brille starten sollte. Und das werden wir dann heute auch mal machen zum ersten Mal. Bin mal sehr gespannt. Ich werde direkt hoch in die Luft gehen. Wir haben jetzt ein bisschen bei BetaFPV die Drohne weiter programmiert. Wir haben so ein paar Sachen angepasst. Ich habe noch gemerkt, dass sie trotz alledem noch so ein bisschen irgendwie Kalibrierung nötig hat. Die dreht sich minimal nach links noch, das müssen wir noch anpassen. Aber für heute sollte es reichen. Und mal gucken, wie lange der Akku hält. Hier ist auch alles weiß. Ich will zeigen, wie es aussieht. Das ist brutal auf jeden Fall. Also der Vorteil ist, alles vereist. Das heißt, der Akku wird auch nicht so lange halten. Und genau, also wir haben jetzt so viel Simulator-Training hinter uns gehabt, dass das Ganze ganz entspannt eigentlich gehen müsste. Wir haben ja auch Indoor ein paar Tests noch gemacht. Ich weiß nicht, ob wir die aufgenommen hatten. Einen Indoor-Test, glaube ich, haben wir aufgenommen. Also man kann die Drohne auf jeden Fall kontrollieren. Gut, dann würde ich sagen, starten wir hier. Und Leute, das ist unsere Praktikantin, Katharina, die unterstützt uns hier im Bereich von Social Media über die Zeit von 2,5 Wochen wahrscheinlich, oder 3 Wochen, 2, 3 Wochen. Ja, und jetzt... Warum ist die Schildbrille aus? Habt
die gerade angemacht. Vielleicht weil die fünfmal gepiept hat und dann ausgeht an der Zeit, wenn sie ihn nutzt. So. Nach oben wischen und dann auf Aufnehmen. Ha? Nach oben wischen. Genau, nach oben den Joystick machen und dann auf Aufnehmen. Oben ist nichts, nicht nach unten. Okay, ja. So, Weitwinkel. Es leuchtet rot einfach. Gut. Okay, kannst du einen Controller haben, bitte? Ein Video. So. Also sieht auf jeden Fall ein bisschen spooky aus. Am besten direkt starten, nicht dass die Drohne überhitzt. Okay. Geradeaus oder nach vorne? Nicht dass du in einen Baum reinkrachst schon am Anfang. Ruhig geradeaus, kannst du gehen, aber nicht rückwärts, wenn du Bäume. Andere Seite, genau. Ja, nach rechts. Genau, da ist alles frei. Also es ist noch ein bisschen wackelig irgendwie die Drohne, aber es ist schon nicht schlecht. Der Anfang war ein bisschen schwer, weil ich nicht wusste, wie die Drohne, welche Lage sie hat, in der Brille richtig. Aber da ist ein Fadenkreuz gerade drauf irgendwie. Super. Das macht schon mal leichter. Zu weit runter. Ist schon landen? Das ist von alleine runtergegangen. Also, ich weiß nicht, ob der Akku konnte. So, Leute, das war auf jeden Fall ein kurzer Flug. Akku schon durch. Ist einfach gelandet. Ja. Wo ist sie? Da ist die Drohne. Das war aber echt kurz. So. Dann ist sie sauber gelandet. So. Bei 6 Volt schon leider. Da ist sie. Ja, kann sein, dass man bei der Kälte gar nicht gucken kann. Muss ich mal informieren, aber das ist schon sehr, sehr kurz gewesen. 6 Volt schon. Ja, 6 Volt ist doch in Ordnung. Du bist doch nur bei 8 Volt. 11. Der hat 11, 12, letztes Mal 13 Volt gehabt. Die darf eigentlich nur bei 11 entladen werden. 3S ist 3,6 mal 3, 12 Volt. Strange. Ich habe auch gemerkt, gerade beim Starten so, dass ziemlich viel Power gebraucht hat. Also wenn der Akku doch schon sehr schwach gewesen ist. Gut Leute, das war ein sehr kurzer Flug, jetzt sind wir schon durch, jetzt gehen wir wieder rein. Ist glaube ich auch echt kalt, ne? Ja Leute, insofern. Was ist mit dem Akku los? Der andere Akku, ja. Den müssen wir erstmal nochmal aufladen. Dann machen wir danach heute Abend vielleicht nochmal das. Ja, super. Leute, und zwar ist heute unser dritter Outdoor-Versuch. Der zweite war gestern und da ist irgendwie der Akku gefailt. Entweder haben wir den nicht richtig aufgeladen gehabt und ich nicht mehr nachgeguckt, weil die hat kaum Power gehabt, die Drohne beim Steigen, hat die ganze Zeit geschwankt und ist dann plötzlich nach irgendwie 3 Sekunden oder 1 Minute ausgegangen beim kurz einblendendes Video. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles nochmal überprüft, direkt jetzt gerade nochmal alles aufgeladen. Jetzt sind wir sicher, dass wir auf jeden Fall die volle Akkukapazität haben und jetzt testen wir das Ganze nochmal und schauen mal, ob wir mindestens 3 Minuten damit auch fliegen können. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit, Leute. Wir gehen jetzt raus und bis gleich. Peace out! So, Leute, jetzt starten wir jetzt erst das dritte Mal die Drohne. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Wir dürfen es nicht so lange auf dem kalten Boden lassen, Akku, bevor wir starten. Ich heb's nochmal hoch. Ich muss gerade beeilen. Ich heb's jetzt hoch. Jetzt vielleicht nochmal neue Beine. So Leute, die darf nämlich nicht zu kühl werden, der Akku, weil sonst fliegt er nicht mehr. Ne, ist keine Verbindung gerade. Okay.
fest, bitte. Leute, jetzt ist der dritte Versuch Outdoor und jetzt geht's los. Du nimmst gerade auf. Das ist gerade sehr hoch. Ja, nach vorne fliegen. Nach vorne, andere Richtung. Andere Richtung. So. Sehr an die Bäume gerade ran. Du nimmst gerade auf? Bist du manuell im Modus? Sehe ich denn, ob es aufnimmt? Keine Ahnung, müsste doch nicht irgendwo draufstehen, Rekord. Steht auf No SD dran. Also. Na dann. Ne, oben ist kein SD in deiner Integra. Das ist relativ leise, muss ich sagen. Ne, dann lässt man es jetzt so. Ja? Muss dann noch mal da rausgehen. Es lohnt sich jetzt nicht, einen Akku zu landen und nochmal zu starten. Da ist zu wenig Akkulaufzeit. Wenn man in der Theke reingemacht hätte, hätte man zumindest das Bild dann gesehen. Deswegen lohnt es sich doch immer, in beiden reinzumachen. Und wie viel Akku, wie viel Volt? Lauf mal ein bisschen zu mir, weil kommen Leute vorbei auf dem Weg hier. Weiter, genau, aber noch weiter. Gut. Und? 10,9 Volt, weil ich nicht, wie viel machen durfte. Ich glaube 7 theoretisch, 8 Volt. Gut, sonst kommst du schon mal langsam zurück und dann bist du gleich später in einer Stunde noch mal raus. Ja Leute, scheint diesmal zu funktionieren. Der Akku hält auch länger. Und jetzt, genau, werden wir das Ganze kurz mal stoppen, weil wir wissen gar nicht, ob wir es aufgenommen haben, weil wir mussten die mehrmals starten, bis der Transmitter connected wurde. Und dadurch kann es sein natürlich, dass die Aufnahme wieder gestoppt ist. Wissen wir jetzt nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Und genau, jetzt landen wir die wieder. Mehr zu uns, du kannst ja vor unseren Füßen landen am besten. Genau. Schön zu laufen, ja. Hallo, hallo. Na, zu mir. So. Ist so hoch. Boah, es ist richtig hochgegangen. Hast du extra gemacht? Weil wir den ausschalten wollen. Krass, und warum bist du denn hochgegangen? Weil ich den auskomme. Natürlich extrem unkontrolliert, weil fast gegen die gegen den Baum gelingst. Niemals unkontrolliert Gas geben, Digga. Zu uns. Ja, das ist schlimm, wenn es gegen den Baum geht, dann wäre die durch gerade gewesen. Gucken wir mal den an, ist der richtig gerade hier auf dem Ausschalter. Ein bisschen runter noch, genau, dann ist er da. Ja, zu uns wieder.
So, Leute, jetzt beende die Aufnahme oder guck, ob es hier noch drauf ist, weil sonst, wenn ich das jetzt ausmache, wird die nicht gespeichert. So, Leute, vierter Versuch und hoffentlich der Versuch, wo wir es endlich auf die Reihe kriegen, das Ganze auch aufzunehmen. Jetzt sind wir ein bisschen in andere Location gegangen, die ein bisschen cooler ist. Ist zwar jetzt auch nicht so die krasse FPV-Location, aber schon mal, also geht schon mal in die richtige Richtung. Ne? Und genau, haben auch nur einen Akku dabei, wirklich nur eine kurze dreiminütige Flugübung. Je nachdem, wie lange der Akku halt mitmacht, vielleicht auch 4 Minuten. Und ja, Leute. Dann starten wir mal von hier, würde ich sagen. Trotzdem dann nicht zu nah an der Autobahn ran, sondern nur auf der Seite rechts lang. Aber nicht auf, von der Seite, sondern immer nur von der auf 1000. Aber ist eigentlich schon, dass das rumfliegen kann. So. So, jetzt verbunden halt schon mal. So, ich muss mal kurz die Brille aufsetzen. Und erstmal aufnehmen, bitte. Das wird jetzt schon wieder vergessen. Oder du testest kurz, ob der angeht. So, Leute. Und dann erst aufnehmen drücken. So. Aufnehmen. So, jetzt nimmt's auf. Gut. Willst du schon irgendwo platzieren, was sicher ist? Oder? So. Und go. Hat gesagt, teste doch. Und das, jetzt geht's, gut. Oh. Gut, das war. So, denn er rechts, nicht Autobahn. Sehen kann ich nichts mehr. Du kannst einmal von der Autobahn weg, einmal einen Flip versuchen, aber da musst du ein bisschen höher gehen. Das ist in die Richtung erstmal ein bisschen geradeaus und höher. Und dann nach vorne fliegen erst. Also, wenn du ein bisschen Geschwindigkeit hast, dann Flip machen. Okay, einen seitlichen Flip würde ich mehr zutrauen als einen. Das, was du dir zutraust. Ja, geschafft. Gut, dann kannst du jetzt auch einen Vorwärtsflip machen. Hast du auch einen Vorwärtsflip gemacht? Ja. Du kannst ja mal versuchen, zwischen uns beide durch. Und wir gehen ein bisschen weiter zurück, ein bisschen weiter nach rechts, noch weiter nach links. So, und jetzt einmal kurz einmal in die Ruine rum. Batterie ist noch in Ordnung, ne? Ja, 11,1 Volt. Ja, hier rum mit den Bäumen ist ein bisschen eng, glaube ich, finde ich gerade. Ja, mach's nicht. Du kannst höchstens hier durchgehen zwischen uns und dann in die Höhe. Aber wie du willst, das ist, was du dir zutraust. Thank you.
Jetzt kannst du einmal um mich rum und ich laufe in die Mitte hier. Willst du mal versuchen hier durch? Unter meiner Beine durch? Super! Versuch mal zu hovern. Auf eine Ebene bleiben. Der kommt zu mir. Gut, Leute. Das erste Mal. Jetzt die Aufnahme beenden. Aufnahme beenden direkt, sonst wird hier nicht gespeichert. So Leute, super. Also, es hat gut funktioniert. Relativ kontrolliert, außer den Starten. Das ist ja komplett neu noch, die Steuerung. Als vom Simulator. Ich würde empfehlen, wahrscheinlich beim Starten nicht komplett manuell zu gehen, sondern dass sich es ausgleicht, kurz hoch und dann erst im manuellen Modus. Dann wäre das nicht passiert. Und erst, wenn man ein bisschen Erfahrung mit der Drohne hat, wie die reagiert im Vergleich zum Simulator, dann würde ich auch erst komplett manuell starten. Also es war der... Und wie war das jetzt für dich? Das war der erste richtige Flug, wo ich jetzt mal länger dran war, ne, wo alles funktioniert hat. Am Anfang war es ja kurz wackelig und danach war es richtig easy. So genau. Deswegen würde ich dir empfehlen, immer erstmal mit Halbautomatik zu starten. Man muss ja gucken, es ist ein bisschen windig. Und erst wenn du das Gefühl dafür kriegst, wie die Lenkung in echt ist, dann im Manuel-Modus zu starten. Aber das war auch genau ein bisschen risky jetzt für den Anfang einfach. Ja. Aber ich denke, alle haben gesagt, man muss es einfach machen. Genau, man muss es auch machen, aber einfach, du kannst es auch trotzdem halbautomatisch machen. Manuellen Modus. Ja. Direkt starten, fertig, gut ist. Das muss man zwei, dreimal machen, da funktioniert es. Und von der Qualität her, wie war das von der Sicht? Ich kann ein bisschen weiter nach vorne als gedacht, sozusagen beim Starten, mehr nicht. Ja. Die Qualität ist in Ordnung, super. So, die Brille ist halt so ein bisschen. Hast du das Gefühl, du würdest die Äste hinten beim Haus da erkennen? Ja, da kennen wir alles. Bei der Ruine, ja, dass du die nicht berührst. Die also, es ist auf jeden Fall leicht, durchs Fenster da vorne zu fliegen. Das wäre die nächste Challenge. Kannst du nochmal filmen, da vorne die Fenster. Ja, die sehen sehr klein aus. Also, das glaube ich nicht. Ich war da so nah dran, da habe ich das Gefühl, ich hätte durchfliegen können. Also ich hätte noch nicht. Ja, also, ich würde sagen, jetzt für den Anfang ist es zu klein noch. Da müssen wir erstmal ein bisschen größere nehmen. Aber ich sag mal so. Ja. Diese Flips gehen richtig einfach, Loopings. Wir müssen halt gucken, ob man in dieses Haus da reinkommt, weil wenn du dir abstürzt, dann drin. Wissen wir. Nicht in den Innenraum, wo die Fenster sind. Du kommst nur in den Vorraum. Wir haben gesehen, war sogar eine Leiter letztes Mal so eine Art. Also Fakt ist, Leute, Loopings und Flips ist richtig einfach. Also es ist wirklich wie im Simulator, es ist ein Kinderspiel. Und sonst, ja, was soll ich sagen? So, es ist kein großes Ding. So, bei deinen Beinen. Was ist der Unterschied zu bei deinen Beinen war das halt so, das Hovern muss ich noch lernen. Ist ein bisschen anders als ein Simulator. So. Dieses Gas ist halt schon. Es hat halt einen anderen Spielraum. Ist es brutaler oder weniger brutal als im Simulator? Ist einfach anders. Das ist so wie wenn du ein anderes Auto hast und die Kupplung und der Schleifpunkt woanders ist einfach. Ne? Und dadurch, dass es der erste richtige lange Flug war, ich glaube zwei, drei Mal, dann ist es drin, aber es hat sich super angefühlt. Am Anfang hat man kurz gebraucht, ein paar Sekunden, und danach ging es aber klar, dann konnte ich hier rum ganz entspannt drehen, um dich herum auch so. Es war jetzt noch nicht 100% kontrolliert, ne? Aber man merkt auf jeden Fall ein paar Mal fliegen und dann ist es da. Aber wenn jetzt noch zwei Akkus mit, dann fliegst du nämlich direkt auch nochmal. Weil jetzt bin ich geflogen die letzten Male, er noch gar nicht, vorhin ist dann auch erstmal von null starten wieder. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß so, aber ich muss schon sagen, Leute, wenn die Drohne schief ist, dann bin ich schon erstmal, man muss sich dran gewöhnen, weil dann denkt man selber so, man fällt um oder so, ne? Weil du bist halt wirklich die ganze Zeit auf diese Brille fixiert und das Gefühl gerade, ne, du verlierst so ein bisschen das Gleichgewicht am Anfang. Also auf jeden Fall ist es cool, die ganzen Kommentare und auch mit dem Simulator üben war auf jeden Fall eine mega Erleichterung. Ich denke, da hat man schon mal so unterbewusst eingespeichert, wie man reagieren soll, dass man nicht komplett die Drohne direkt irgendwo hin crasht. Insofern war das gut, weil man hat ja nur 3 Minuten Akkulaufzeit oder sagen wir maximal 8 Minuten, gedacht, je nachdem, welchen Akku du verwendest. Du hast mir geholfen da mit dem Wein, bis nach rechts, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt Job habe. Also es war schon so,
Das war schon eine Challenge, muss ich sagen. Ich glaube, man muss erstmal das Hovern üben mit der Drohne. Und wie im Simulator, Boden. Dass du erstmal schaffst, mit dem Controller aber auf einer Ebene zu bleiben. Aber es ist schon krass, das zu machen, ohne dass du auf den Boden geklatscht bist. Das ja, aber es war wirklich extrem eng. Das war wirklich 2 Zentimeter vor dem Boden. Also. Das war so, Leute, jetzt sage ich mal Peace und bis dann.